der Fragmentierung zu planen ist in Windows 7 wesentlich einfacher als in Windows XP. Dazu starten wir als erstes die Defragmentierung. Also die Software können wir einfach auf Start der Fragmentierung eingeben und dann können wir es direkt starten. Dann den Zeitplan konfigurieren. Das können wir erstmal so eingestellt lassen. Und weil es hier schon eingestellt ist, können wir auch auf Abbrechen. Und jetzt gehen wir in die Systemsteuerung. So, wir dann in der Systemsteuerung sehen, ich wechsle immer zur klassischen Ansicht. Und wir klicken dann hier auf Verwaltung und öffnen die Aufgabenplanung. So, auf der linken Seite dann einfach hier navigieren, Aufgabenplanungsbibliothek, Microsoft Windows und hier Defrag. Und da haben wir auch schon unsere geplante Defragmentierung. Da machen wir einfach einen Doppelklick drauf. So, und da sehen wir halt, wann es geplant ist, also wöchentlich. Das können wir zum Beispiel umstellen auf täglich. Zum Beispiel hier. Und Aufgabe starten, da kann man zum Beispiel eingeben im Leerlauf. Das heißt, wenn also ihr nicht am Computer seid, dann startet die Aufgabe. Und das macht er dann unabhängig von den Tagen. Also man, der wird jetzt immer erst defragmentieren anfangen, wenn der PC im Leerlauf ist. Was ja relativ praktisch ist. Das kann ich hier also aktivieren und mit OK bestätigen. Bestätigt es wieder mit OK. So, und damit startet jetzt die Defragmentierung immer, wenn der Computer quasi nichts tut, wenn ihr also nicht davor sitzt und arbeitet.